Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und ein frohes Osterfest möchte ich euch wünschen. Ja, ich bin heute wahrscheinlich ein bisschen später als sonst, denn ich bin am Samstag gestern nicht mehr dazu gekommen, das Video zu drehen. Ich fühle mich auch heute noch nicht so ganz fit, aber es wird definitiv besser. Bei mir hat sich am Mittwochvormittag wohl beim Yoga irgendwie ein Nerv eingeklemmt und Mittwochabend... Ja, nachdem ich sogar noch relativ normal unterwegs war, tat mir auf einmal alles hier im Nacken, Schulterbereich weh und ich hatte Übelkeit und Schwindel und wusste überhaupt nicht, was los ist. Bin dann Donnerstagmorgens, zum Glück war es dann der Donnerstag früh und somit auch noch ein Arzt da, zum Arzt gegangen, der das festgestellt hat, der mir erstmal zwei Spritzen verabreicht hat und mir recht starke Schmerzmittel gegeben hat, die mich wirklich so ein bisschen ausgenockt haben, Donnerstag und Freitag. Und die zwar helfen, gar keine Frage, aber man sich doch ziemlich schlapp, müde und K.O. fühlt. Und man merkt halt einfach, wenn was im Rücken-, Nackenbereich wehtut, ja, das ist einfach nicht angenehm. Ne? Das ist, man kann sich irgendwie gefühlt nicht richtig bewegen, alles ist steif, jede Bewegung tut weh und besonders nachts merkt man das, finde ich, immer sehr extrem. Während man ja am Tage dann so ein bisschen auf seine Haltung achtet und sich bequem hinsetzt, hinlegt, gammelt, wie auch immer, nachts merkt man halt bei jeder Drehung, dass irgendwas nicht richtig ist. Und ich war sehr froh, als ich dann ja wieder eine Nacht ordentlich durchschlafen konnte und da keine Schmerzen hatte. Heute am Sonntag geht es definitiv besser. Es ist auch wirklich so, dass ich den Kopf wieder mehr oder weniger bewegen kann. Ich jetzt einfach hoffe, dass es so bleibt, dass es noch ein bisschen besser wird und ich dann am Dienstag auch einfach wieder ins Büro kann. So wurde mein Urlaub letzte Woche abrupt Mittwoch, Donnerstag beendet. Ich war dann auch Donnerstag krankgeschrieben und die Erholung, die sich gerade so ab Mittwoch eingestellt hatte, war dann so gefühlt radikal wieder vorbei. Das ist, da kann man wirklich gefühlt nur mit dem Kopf schütteln. Deswegen heute auch ein bisschen in der entspannteren Umgebung, einfach hier auf meinem Lesesessel sitzend, mit einem Kissen im Kreuz sozusagen, dass man ein bisschen gemütlicher sitzt. Und ja, ich werde heute auch nicht ganz so wild rumhüpfen, wie man es sonst auch nicht von mir gewohnt ist, aber soweit passt das schon. Ja, heute ist Ostersonntag, der April ist sozusagen da. Der März war ein sehr erfolgreicher Lesemonat. Ich denke mal, dass ihr die Statistik auf Instagram schon gesehen habt. Ich vermute, dass ich sie einstelle, während das Video hier rendert. Dementsprechend, wenn ihr das Video seht, müsste sie oben sein. Es waren, was ich schon gesehen habe, fast 7000 Seiten. Es ist wirklich der Hammer. Und daran ist eine Reihe definitiv schuld, die ich diese Woche auch zu Ende gehört habe. Ich habe drei Bücher beendet und habe relativ viele Filme und Serien diese Woche tatsächlich auch geguckt. Mir war gerade nach dem Beenden dieser Clifton-Saga, sagen wir es so, irgendwie gar nicht nach Hören oder Lesen. Und mit den Schmerzen im Schulternackenbereich wurde es dann nicht besser, weil Buchhalten war dann eher nicht so gut. Und dann guckt man tatsächlich einfach eher ein bisschen Netflix oder eben YouTube oder auch einfach mal in den Fernseher, wo ich gestern schön feststellen konnte, dass Fackeln im Sturm im Fernsehen läuft. Eine Serie, Miniserie, die ich ja sehr großartig fand, schon seitdem ich Jugendliche bin und auch das Buch oder die Buchreihe, die drei Teile, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben gelesen habe, damals immer aus der Bücherei ausleihend, aber bald gehört die Reihe mir und dann möchte ich da dieses Jahr auch unbedingt nochmal reinlesen. Aber wir fangen chronologisch an mit den Büchern. Ja, ich habe die Clifton-Saga diese Woche beendet. Ich habe, glaube ich, den sechsten Teil beendet. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn letzte Woche in der Bücherwoche schon beendet hatte. Möge die Stunde kommen und habe direkt im Anschluss den Rest der Woche sozusagen dann auch Winter eines Lebens beendet, den siebten und letzten Teil der Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Beides, ich habe ja alle sieben Teile gehört, was natürlich auch sich im Büchermonat zeigt, dass da eben fünf Hörbücher dabei sind mit relativ vielen Seiten und das sich natürlich bemerkbar macht. Eine Reihe, die ich muss, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Dann habe ich das Leseklubbuch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es mit links oder rechts besser geht. Das Leseklubbuch beendet Der Teufel von New York von Lindsay Fay. Das haben wir, glaube ich, am Freitag beendet. Da waren dann die letzten 50 Seiten dran. Für mich eigentlich als historischer Thriller, so im Gefühl, hat sich dann eher zu einem Krimi entwickelt mit einem sehr schönen historischen Flair.
Und das letzte Buch habe ich jetzt am Samstag beendet. Da hatte ich auch noch so knapp 80 Seiten. Und zwar Young Elites, die Herrschaft der weißen Wölfin von Marie Lu. Das ist auch der letzte Teil der Young Elites Trilogie. Und somit habe ich in dieser Woche zwei Buchreihen beendet und musste da Abschied nehmen von ganz wunderbaren Geschichten. Ja, starten wir aber mit der Clifton-Saga, zu der ich hier gar nicht so viel erzählen mehr werde, weil es war eben Teil 6 und 7 und es war einfach ein großartiger Hörgenuss. Ich habe geplant, die Clifton-Saga in ein separates, im Band von Buchreihen Video zu packen, wo ich ein bisschen näher auch auf die Charaktere eingehen möchte, auf die Story, was mich begeistert hat, auf den Sprecher und Ähnlichem. Daher möchte ich mich da heute gar nicht so lange halten, weil ich glaube, es langweilt mittlerweile auch alle, die Clifton-Saga nicht kennen oder sich jetzt sagen, Steffi, jetzt haben wir es gefühlt 5 oder 6 Mal gehört, wir wissen, du feierst das. Ja, das ist definitiv so. Es ist wirklich ein Lesehighlight, es ist wirklich eine Familiensaga, die unter die Haut geht, die mich begeistert, die so viele Dinge anspricht, die ich ganz toll erzählt finde, die tiefgründige, super sympathische Charakter geschaffen hat, selbst die so ein bisschen böse sind und hinterhältig, selbst die schließt man irgendwie ins Herz und die gehören eben auch zum Leben dazu. Und es passieren so viele Dinge in all diesen Jahren. Wir starten ja irgendwie in den 1920ern und es endet dann ja in den 1990ern. Ja, ich glaube, also 70 Jahre grob, die wir hier verfolgen und es war einfach fantastisch. Also es ist... Ja, sie wachsen einem so ans Herz und man nimmt dann wirklich Abschied. Und es war nicht nur ein Abschied von einer tollen Story, von tollen Charakteren, sondern man muss sich auch so von der Welt verabschieden. Und da mir das nicht so leicht fiel, habe ich direkt danach mir über Audible die neue Reihe von Jeffrey Archer als Hörbuch geholt, den ersten Teil der Cain und Abel-Reihe. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass die ersten 6 Stunden wohl ganz gut sein sollen. Und freue mich da auf jeden Fall aufs Hören. Ich glaube tatsächlich, dass ich dazwischen nochmal irgendwas anderes hören werde. Aber Jeffrey Archer hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Und der Mann kann einfach Geschichten erzählen. Und er kann das mit so einer Stärke und einer Sprache, die ich wirklich großartig finde. Und die mich selbst total überrascht hat, dass sie mich überhaupt packen und begeistern kann. Und auch wenn nicht immer irgendwas passiert, es ist trotzdem so, dass der rote Faden durchweg erkennbar ist, dass man die verschiedenen Charaktere immer wunderbar begleitet, tiefer kennenlernt, ihre Entscheidungen nachvollziehen kann, auch das ganze politische Umfeld einfach großartig war. Und also... Na, dass das eben auch eingenommen wurde und ich bin sehr gespannt, ob Jeffrey Archer mich mit der weiteren Reihe sozusagen begeistern kann. Es ist ja wohl auch seine erfolgreichste Reihe, die Cain und Abel-Reihe, ist ja nur eine Trilogie. Und es gibt noch eine andere Reihe, ich bin mir gerade gar nicht sicher, von der ich auch schon Positives gehört habe. Zudem ist bei mir auch Berg der Legenden eingezogen, das wurde mir unter... Ach, das war eine blöde Bewegung. Das wurde mir unter einem Video empfohlen, weil ich Der Berg von Dan Simmons so gefeiert habe. Und da hat Jeffrey Archer tatsächlich auch ein Buch über eine Mount Everest-Besteigung geschrieben. Und ich bin da auch schon mega gespannt drauf. Also ich freue mich da. Und ich glaube, dass Jeffrey Archer ein neuer Autor ist, den ich dieses Jahr entdecke. Und wohl auch erstmal nicht loslasse, weil ich möchte gar nicht aus diesem Hörbuch-Flow, den ich jetzt so habe, rauskommen, weil mir das wirklich viele tolle Hörstunden im Monat März bereitet hat und ja schon im Februar anfangend. Und man einfach zu so vielen Situationen einfach was hören kann, wo man kein Buch in die Hand nehme, wo man von Stille umgeben wäre, wie schrecklich. Aber das ist einfach großartig. Also ich bin wirklich ein Fan. Ich feiere die Clifton-Saga und ich danke all denen, die mich dazu angestachelt haben, sie zu lesen. Ganz großen Dank geht an die liebe Miri und die liebe Claudia. Und es wird auf jeden Fall ein Video folgen. Daher denke ich, machen wir jetzt einfach mit dem zweiten Buch der Woche weiter. Das ist das Leseclub-Buch. Ich habe es euch in der letzten Woche, ich glaube, das klappt nicht so gut. Müssen wir mal gucken, wie lange ich das aushalte. Das habe ich in der letzten Woche schon vorgestellt. Der Teufel von New York von Lindsay Fay haben wir gemeinsam im Leseclub gelesen. Ich packe euch natürlich den Leseclub wie immer unten in die Infobox. Hier steht ja jetzt auch schon das Aprilbuch fest. Und wer da
Lust hat, kann dann auch einfach im April mitlesen. Und ich werde das Buch jetzt runternehmen und euch einfach das Buchcover einblenden, weil das ist eine Bewegung, die noch nicht so wirklich gut funktioniert. Ja, wir hatten ja nach historischen Büchern sozusagen auf unserem Sub geforscht und hatten auch 4 zur Wahl gestellt und das hat gewonnen. Sehr spannend fand ich an dem Buch, dass es in 1845 startet in New York und uns den Beginn der Polizei erzählt. Zudem lernen wir Timothy kennen, der eben zu Beginn ein sehr merkwürdiges, zwielichtiges Leben führt, dann aber zur Polizei kommt und wir eben durch seine Augen lernen und erklärt bekommen, wie die Polizei damals überhaupt funktioniert hat. Für uns ja gefühlt sehr unwahrscheinlich und unvorstellbar, dass es keine Polizei gibt. Timothy zeigt uns aber, wie das so ist. Zudem hat er ein dunkles Kindheitserinnerungsgeheimnis, das wir auch ein bisschen mit lösen. Und eines Tages ist eben Timothy auf Patrouille und ihm läuft ein Mädchen über den Weg, das ein blutüberströmtes Nachthemd trägt. Und als er da im Grunde ein bisschen nachforscht, findet er sogar noch einen ganzen Berg voller Kinderleichen und wir kommen auf verschiedensten Fährten im Grunde und Überlegungen, irgendwie, was geht denn da in New York dieser Zeit so vor sich? Ein großes Kompliment von mir geht definitiv an diesen historischen Aspekt in der Geschichte, den ich großartig ausgearbeitet fand. Ich habe mich förmlich in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Man bekommt so ein Jack the Ripper-Gefühl. Auch Frankenstein Chronicles, was ja, ich glaube, jetzt in einer anderen Zeit spielt und in einem anderen Ort, aber dennoch, diese dunkle, düstere, eklige, wohl auch stinkende Zeit näher bringt. Man kann es wohl nicht anders ausdrücken. Und mich hat es auch sehr an Gangs of New York erinnert, was, glaube ich, aber noch ein bisschen vorher spielt. Dennoch, finde ich, hat es das Buch wirklich geschafft, diese Bilder zu transportieren. Man hatte förmlich den Geruch in der Nase und man hat sich in diese Zeit zurückversetzt. Das, finde ich, hat Lindsay Fay wirklich großartig gemacht. Das hat mir gut gefallen. Das hat mich wirklich mitgerissen. Und man hat sich förmlich so als auf Zeitreise begeben gefühlt und war irgendwie gefühlt mit dabei. Sehr spannend war es wirklich so ab Seite 80, 90 ist der Spannungsfaktor sehr, sehr groß geworden, sodass man gefühlt nach jedem Leseabschnitt das Gefühl hatte, dass man den Cliffhanger hat. Das war wirklich faszinierend festzustellen, auch im Leseclub, wie viele sich über die Einteilung beschwert in Anführungszeichen. Was ich natürlich auch mega gemein fand, aber beim Einteilen merkt man natürlich nicht, ob man gerade an der ungünstigen Stelle hält oder nicht, weil man liest das Buch ja nicht, während man es einteilt. Und so war es wirklich ein ganz großartiger Spannungsbogen, der sich aufgebaut hat, der einen mitgerissen hat. Man wollte wissen, was hat es mit diesen Kinderleichen auf sich, welche Menschen stecken da drin, was hat es mit der Vergangenheit von Timothy auf sich, wie funktioniert so das Verhältnis zu seinem Bruder, wie sind die Nebencharaktere gestrickt und auch die bleiben eben keinsterweise blass, sondern wirklich tiefgründig und die Entwicklung, die alle mitmachen, fand ich persönlich wirklich großartig. Hat mir unglaublich gut gefallen, hat mich wirklich gepackt und gerissen. Es hat an mancher Stelle schon einen Thriller-Charakter, gerade wenn so ein bisschen diese blutigen, düsteren Szenen kommen und auch so ein bisschen die Geschwindigkeit, die der Roman vorlegt, merkt man, dass da schon ein bisschen auf Thrill gemacht ist, dass man sich hier bemüht hat, durch die Schnelligkeit eben wirklich eine Story zu erzählen, die den Leser mitnimmt und das hat auch absolut geklappt. Allerdings muss ich sagen, hat es eben auch sehr viele Krimi-Elemente und ich bin jetzt eben einfach nicht der Krimi-Leser, um das schätzen zu wissen. Ich bin da relativ schnell dann auch mal genervt und ein bisschen, wo ich dachte, man dreht sich manchmal bei der Lösungsfindung so im Kreis, man liest 50 Seiten und weiß trotzdem nicht mehr wie 50 Seiten zuvor. Und das hat mich ein, zweimal in dem Buch tatsächlich so ein bisschen gestört. Zudem fand ich auch die Auflösung zwar irgendwie schlüssig, aber fast zu einfach und naheliegend. Ich bin nicht drauf gekommen, aber weil ich, glaube ich, viel zu kompliziert gedacht habe. Man muss es, glaube ich, so sagen. Aber es war ein gutes Ende. Man kann damit leben, aber die Krimi-Elemente haben mir eben so ein bisschen, also weil ich eben kein Krimi-Leser bin, den Spaß so ein bisschen genommen. Und das klingt jetzt so gemein, weil das Buch dafür ja gar nichts kann. Dementsprechend war es wirklich ein sehr gutes Buch, das wirklich gelungen war, das mich mitgerissen hat, trotz der Krimi-Elemente. Aber das war für mich eben einfach so ein bisschen der Abzug, dass es eben nicht komplett zu einem Highlight gereicht hat, dass eben diese Spur von Krimi drin war, dass es eher ein historischer Krimi als ein historischer Thriller ist und dass für mich halt einfach das Cover so ein bisschen, das Falsche anmuten lässt. Zudem
Ja, heißt es ja auch nur Roman, also historischer Roman ist es eingeordnet. Und das hat es für mich aber wirklich großartig gemacht. Also wirklich so diese Bildgestaltung und das Mitreißen zu dieser Zeit fand ich großartig gemacht. Ich fand auch schön, dass zum Beispiel die Dialoge sich ein bisschen alt angefühlt haben, wenn man die gelesen hat. Dass die Leute nicht in unserer neumodischen Sprache sprechen, sondern so ein bisschen hölzern. Und man musste sich da anfangs schon dran gewöhnen. Und das habe ich auch öfter im Leseklub gelesen, dass manchen schwer fiel der Schreibstil, aber ich fand ihn einfach passend zu der Zeit. Dementsprechend eine Empfehlung für alle, die gern Historisches lesen, die gerne Krimi lesen. Ich glaube, da ist man absolut richtig. Es ist ja der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, es gibt aktuell 3 oder 4 Teile über Timothy, also der uns hier im Grunde ja der Protagonist ist. Der nimmt uns auch noch auf anderen Geschichten mit. Und ja, da kann ich das Buch wirklich empfehlen. Für mich, wie gesagt, einfach ein bisschen zu viel Krimi, aber dafür kann das Buch einfach nichts und ich finde, man kann es deswegen auch nicht verurteilen. Es hat mir gut gefallen, es hat mich jeden Tag so da aufs Lesen freuen lassen und es hat mich wirklich die meiste Zeit mitgerissen und man hat dann halt auch mitgefiebert und mitgedacht und überlegt, wo es hingeht und das hat das Buch für mich wirklich sehr gut gemacht und ja, hat mich gefreut, dass wir das zusammen im Leseklub gelesen haben. Und das letzte Buch dieser Woche, was ich auch nur kurz hochhalten werde, ist Young Elites, der 3. Teil, Die Herrschaft der Weißen Wölfin von Marilou, ein Buch, das mir vom Löwe Verlag auch zur Verfügung gestellt wurde, mit einem wunderschönen Cover. Ich habe ja den ersten Band gehört, den zweiten Band als E-Book gelesen und der 3. Band ist mir dann vom Verlag zur Verfügung gestellt worden und ich freue mich sehr, dass der 3. Band jetzt stellvertretend, ich blende ihn einfach wieder ein, stellvertretend in meinem Regal stehen wird und mich an diese geile Reihe erinnern wird. Ja, ich bin ein großer Fan von Young Elites und jetzt über den 3. Teil zu sprechen, werde ich natürlich nicht tun. Das wäre ja gemein. Ihr findet auch unten in der Infobox einfach mal die Links zur Bücherwoche, wo ich was zum 1. Teil und zum 2. Teil erzähle. Und das ist eine, ja, sehr High-Fantasy-Dystopie mit einem geilen Setting. Man fühlt sich so auch zurückgereist in der Zeit. Man hat ein mittelalterliches Venedig vor Augen, immer wieder. Und wir haben eine Protagonistin, die ganz anders ist als alle Protagonistinnen, die wir sonst aus, Jugenddystopien kennen. Denn Adelina ist einfach dunkel. Sie ist rachsüchtig, sie ist düster, sie hat brutale Gedanken und dennoch, ja, kann man mit ihr mitfiebern und man kann sich in sie hineinversetzen. Und das klingt jetzt so böse und man fragt sich selbst, ob man dem vermeintlichen Antagonisten tatsächlich in sich irgendwie einfühlen kann. Und ja, man kann das, denn der Mensch wird ja nicht von Natur aus böse, wie wir ja auch seit Dumbledore wissen. Es steckt ja beides in uns. Und es gibt eben einfach Gründe, die Adelina zu dem Charakter machen, der sie ist. Und das herauszufinden und dann ihr Denken mitzuerleben und in dieser Welt, in der es ja diese Menschen eben gibt mit dieser Gabe und Adelina gehört eben dazu und das zeigt sich eben durch ihr weißes Haar und sie hat eben auch ein rechtes Auge bei der Krankheit verloren, die ihre Mutter dahingerafft hat. Und bei all dem, was sie erlebt hat, auch wie ihr Vater von Brutalität zerfressen, sie und ihre Schwester tyrannisiert, bis sie beide dann im Grunde flüchten können in die Welt der Dolche, die dann im Grunde Adelina auch aufnehmen und sie ausbilden mit ihrer Gabe, die sich eben als Rebellen gegen das Regime stellen. All diese Dinge prägen natürlich unsere Protagonistin und machen sie zu der sie sind. Und wenn man ja eben diese Stärke hat, die Adelina in sich trägt und diese Macht und es genießt, dann kann man natürlich darüber zweifeln und sagen, will man das wirklich lesen? Will man lesen, wie das Böse tickt? Und ich muss sagen, ja. Das war ja genau der Grund, warum ich in meiner späteren Jugend so viele Zweite Weltkriegsbücher über Biografien und ja, Dinge gelesen habe, weil ich immer das Böse verstehen wollte. Und ich habe es aber nicht verstanden. Und jetzt kann man natürlich sagen, man kann natürlich Dinge, die im wahren Leben passieren, nicht mit Dingen aus Büchern, aus Fantasy vergleichen. Und doch finde ich es tatsächlich möglich, das Böse eben durch Bücher zu verstehen und durch diese Augen nachzuvollziehen, was darin vorgeht. Und es kann
wenn man an Harry Potter und Voldemort denkt oder an Panem und President Snow und all diese Charaktere, die man in Büchern ja kennt, oder man kann bei Herr der Ringe auch gerne Sauron nehmen und die Gedanken nachzuvollziehen, wenn man im Silmarillion liest, wie es dahin kam, dass er eben das Auge von Mittelerde wurde. Und es ist eine gewisse Faszination dahinter, das Böse verstehen und begreifen zu wollen. Und ja, ich fand das bei Adelina einfach ganz grandios gezeigt. Es ist in keinster Weise typisch, es ist kein Klischee, es ist wirklich einfach echt und fühlt sich einfach großartig an. Und ich mochte Adelina unglaublich gerne als Charakter. Nicht, was sie getan hat und mit welchen Gründen sie es getan hat, sondern einfach, wie sie gezeichnet wurde, mit welcher Tiefgründigkeit. Sie ist nicht ein dahingeschriebener, böser Charakter, sondern es gibt Gründe und es gibt Erklärungen. Und auch wenn man das Böse nicht mit Gründen und Erklärungen rechtfertigen sollte, ja, sollte man nicht, das ist auch so eine blöde Bewegung, die wir lassen, aber ich fand's großartig. Ich mochte Adelina, ich mochte diese Welt, die Marilou erstellt hat. Ich mochte diese Dolche, diese Begabungen, die es gab, wie die geflochten wurden, wie das einfach funktioniert hat in dieser Welt. Ich mochte die Konflikte zwischen den Gruppen, gegeneinander, miteinander. Ich mochte es auch, wie sich in den verschiedenen inneren Kreisen immer ein gewisser Zweifel gezeigt hat. Und ich mochte besonders auch den dritten Teil. Ich habe den ersten Teil gefeiert. Ich fand den zweiten großartig und auch der dritte Teil. Und das Ende ist absolut der Hammer. Und auch hier verabschiedet man sich wieder von der Welt und denkt sich, oh, schon wieder vorbei. Und es war wirklich ein absoluter Lesegenuss. Und ich bin da wirklich tief beeindruckt, was Marilou geschaffen hat, wie sie das rüberbringt und ja, wie sie eben das auch so durchgezogen hat, ihre verschiedenen Geschichtenstränge. Und man darf eben Adelina nicht einfach nur verurteilen. Das könnte man mit so vielen, da könnte man bei Game of Thrones weitermachen mit einer Daenerys, die durchweg auch nicht alles gut macht, oder einem Jon Snow oder... Ja, ne, man hat eben immer etwas Gutes, Schlechtes in sich und manchmal gewinnt irgendeine Seite. Und deswegen verstehe ich tatsächlich die Kritik an Adelina schon, aber ich glaube auch einfach, dass sie missverstanden wird. Und ja, das lasse ich jetzt auch einfach so stehen, weil ich den Charakter wirklich absolut grandios fand. Und ich finde, es muss mehr solche starken und tiefgründigen Charaktere in Jugendbüchern geben. Jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, es ist immer so die böse Seite, ist also die dunkle Seite der Macht, sondern einfach, wie toll sie ausgearbeitet war. Und denn das war sie in dieser Trilogie definitiv. Und es war auch eine Reihe, die ich sehr, sehr feiere, die mir unheimlich viel Spaß gebracht hat. Und ich denke mal, dass es dazu auch noch ein extra Video geben wird. Ich wollte die eigentlich jetzt alle die Tage drehen. Ja, ich würde wahrscheinlich erst die Woche darauf folgend passieren. Mal gucken, wie es mir so gehen wird. Aber auch dazu wird es ein extra Video geben, wo ich ein bisschen mehr auf die Reihe eingehen würde. Natürlich spoilerfrei bleibe, nicht Dinge zum dritten oder zweiten Teil spoilern werde. Wobei ich natürlich schon finde, dass manchmal durchaus auch schon die Titel selbst irgendwie ein Spoiler sind. Und man sollte sich sowieso nie, wenn man den ersten Teil noch nicht kennt, die den Klappentext vom zweiten durchlesen, weil das ist sowieso ganz gemein. Also haltet euch da von Klappentexten fern. Und das ist, was ich so ein bisschen mitgeben kann. Und dass eben auch dazu ein extra Video geben wird, werde ich jetzt dazu auch gar nichts weiter erzählen. Jetzt kann ich die Bücher zur Seite legen, denn es gab in dieser Woche auch eine neue Serie, die gestartet ist, und einiges an Filmen habe ich geguckt. Ja, es gibt eine neue Serie, und zwar The Terror. Und zwar läuft die auf Amazon Prime, und das ist die Serienadaption zu Dan Simmons Terror, ein Buch, das viele von uns im letzten Jahr zum Teil eben auch gemeinsam in der Leserunde gelesen haben. Es geht um das Schiff Terror und um die Erebos, die eben durch den Nordwestkanal schippern wollen. Und im wahren Leben, also in unserem echten Leben sozusagen, sind sie irgendwie gestrandet und verschollen. Und man hat eben immer sich gefragt, was ist denn mit der Besatzung passiert? Und Dan Simmons nimmt eben diesen historischen, echten Kern, auch die Charaktere, die auf dem Schiff waren, nimmt er historisch her und
ja, fantasiert dann wohl eben eine Geschichte drumherum. Was davon stimmt oder nicht, man kann ja keinen mehr fragen, weil es einfach keinen Überlebenden gibt. Man weiß immer, wohin geht die Geschichte. Man kennt das Ende der Terror und der Erebos. Und im Grunde ist man, ähnlich wie bei der Titanic, eben schon gespoilert. Aber nichtsdestotrotz hat Dan Simmons eine unglaublich spannende Geschichte erzählt. Und so auch bisher die Serie. Es gibt die Folge 1 und 2, die sehr atmosphärisch waren, die jetzt wöchentlich, glaube ich, immer montags eine neue Folge bringen wird. Und ich mich da schon auf Montag, Dienstag freue, mir die dann auch anzugucken. Und ich bin mega gespannt, wo das noch hingeht. Es ist top besetzt. Wir haben Tobias Menzies, den man aus Outlander kennt oder auch aus Game of Thrones, der James Fritz James spielt. Schwieriger Name, fand ich im Buch schon Katastrophe, der das großartig macht, dem die Arroganz förmlich im Gesicht geschrieben ist, boah, Sprachfehler, den ich Hammer fand, den mochte ich schon in Game of Thrones und ich fand ihn tatsächlich auch in Outlander einen genialen Schauspieler, obwohl ich nur die erste Staffel gesehen habe, fand ich ihn da, auch wenn er da eine Rolle gespielt hat, die jetzt auch nicht unbedingt für Sympathie sorgt, fand ich ihn da großartig. Dann gibt es Kieran Hinz. Auch ihn kennen wir aus Game of Thrones und auch aus Harry Potter, denn er hat den Bruder von Dumbledore gespielt. Und er spielt John Franklin, so gefühlt der Hauptcharakter mehr oder weniger dieser Story. Auch ihn finde ich trefflich getroffen. Und ich bin wirklich sehr, sehr angetan von diesen ja, großen Schauspielern. Und dann haben wir auch noch Charis Harris, den ich aus City of Bones kenne, der echten Verfilmung als Film, nicht der Serie, also der Chroniken der Unterwelt. Und aus Pompeii, der Francis Crozier, ich weiß gar nicht mehr, wie sie ihn in der Serie ausgesprochen haben, auf jeden Fall anders, als ich ihn in meinem Kopf mal ausgesprochen habe, was ich immer sehr merkwürdig finde, wie es einem da so gehen kann und wie einen das erstmal so verwirrt und man bei vielen Namen denkt, hä, wer ist denn jetzt das, bis man so dahinter kommt, ah, und den hast du immer so und so genannt, ah. Ja, also wirklich Top-Besetzung, wirklich Schauspieler, die ich großartig bisher fand. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie früher Leute Lust auf Abenteuer hatten. Ich hätte da gar keinen Bock zu. Also ich verziehe mich dann am liebsten auf meine Couch. Ich wäre unter keinen Umständen in diese Kälte gefahren, mit nicht wissen, was mit mir passiert. Und es ist mir vollkommen egal, dass mein Name dann nicht auf irgendeinem Dokument steht, als erste Besteigerin des Mount Everest oder gar als erste, die Nordwestpassage irgendwie... Nein, also das muss überhaupt nirgendwo stehen. Ich wäre ein ganz schlechterer Abenteuer gewesen, weil... Alleine, wenn man jetzt so die Bilder sieht, diese Kälte sieht und wie die immer alle geschniegelt und gebügelt angezogen sind und man sich denkt, so, die müssen doch alle frieren. Und ich friere. Ich brauchte eine zweite Decke am Montag bei der zweiten Folge, weil ich dachte, oh, irgendwie wird es in deinem warmen Wohnzimmer gerade ein bisschen kühl. So war es ja auch schon beim Buch, das wir ja, glaube ich, auch im Januar, Februar letzten Jahres gelesen haben, wo man dachte, bei uns waren minus 20 und in den Büchern war dann von minus 40 die Rede und man denkt sich so, mir ist jetzt aber schon kalt und ja, also meins wäre es überhaupt nicht. Dennoch habe ich die ersten zwei Folgen sehr, sehr gerne gesehen. Ich fand sie sehr atmosphärisch. Ich fand auch wirklich, dass so der Stil von Dan Simmons eingefangen wurde. Und es gibt jetzt schon Szenen, die einem definitiv in Erinnerung bleiben werden. Und ich bin sehr gespannt, wohin die Serie weitergehen wird. Dann habe ich eine Filmserie, ja, diese Woche angeguckt, als es mir noch gut ging. Ja, es wurde mal wieder Zeit für Batman und zwar, ja, der erste und zweite Teil mit Christian Bale, also The Dark Knight and The Dark Knight Rises und ich werde nur eins hochhalten. Mal gucken, wie lange das geht. Ja, wie ihr seht, das ist, ja, es klappt noch nicht so gut, wie es soll mit irgendwas hochhalten. Ich bin ein großer Fan von Batman, schon seit Kindestage an, war ich ein Riesenfan von der Serie, und es geht nicht länger, war ich ein Riesenfan von der Serie und habe die absolut gerne geguckt. Und auch wenn ich das mit dem Pow und Oh und Wow irgendwie sehr kurios fand, mochte ich es unglaublich gern. Und ich habe gefühlt dann jeden Batman-Film geguckt, egal ob da George Clooney Batman war, Val Kilmer, der Keaton, Michael Keaton und wer auch immer schon alles Batman war. Doch dann... tauchte Christian Bale auf, mein perfektester Batman, wie er nicht mal in meiner Fantasie hätte sein können. Denn ich finde, Christian Bale hat in seiner Rolle als Bruce Wayne, ist das jetzt schon ein Spoiler, wenn man weiß, wer Batman ist?
Ich muss gerade überlegen. Nein, ich glaube nicht. Den Christian Bale hat als Bruce Wayne eben auch schon das Düstere förmlich im Gesicht. Und ich finde, er spielt das einfach großartig. Und ich bin immer wieder hin und weg. Und dann kann meine Fantasie komplett durchdrehen, weil Christian Bale einfach für mich zu den besten Schauspielern überhaupt gehört, zu den attraktivsten Männern auf unserem Planeten. Und wenn er dann noch das Batman-Kostüm anhat, dann ja, steht alles in meiner Fantasie sozusagen offen. Und darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich finde ihn großartig als Batman und ich liebe The Dark Knight, wo wir ja auch im Grunde ein letztes Mal auf Heath Ledger sehen und ja, der ja in die, als Joker wirklich für mich brillant und perfekt war, und er ist ja, glaube ich, wirklich nur, ist er noch sogar im gleichen Jahr gestorben? Ich glaube, der Film kam ja raus, da war Heath Ledger schon tot. Ich glaube, der Film kam Frühling, Sommer, und Heath Ledger ist ja im Januar gestorben. Es sind ja jetzt tatsächlich auch schon 10 Jahre? Ja, es war 2008, 10 Jahre. Und ich finde, es ist immer ein merkwürdiges Gefühl, Heath Ledger jetzt in Filmen zu sehen. So geht es mir aber mit vielen verstorbenen Schauspielern. Nichtsdestotrotz grandios, auch überhaupt, wem wir alles hier haben. Wir haben ja auch Michael Caine, der Alfred, den Butler, spielt. Gary Oldman, der ja endlich einen Oscar bekommen hat, der hier drin ja Commissioner Gordon spielt. Wir haben ja auch Katie Holmes. Nein, wer spielt hier... Nein, die spielt ja eben nicht den unsere Freundin von Batman, sondern das ist Maggie Gyllenhaal. Stimmt, Katie Holmes war es nur im ersten Teil. Und im letzten Teil haben wir ja auch noch Joseph Gordon-Levitt, dessen Namen ich mir nie merken kann, und Martin Freeman. Also ich bin einfach hin und weg von dieser Reihe, von dieser Dunkelheit, von der Musik, vom Schnitt, von der Kamera, von der Action, von der Story. Dass es nicht einfach eine platte Geschichte ist, sondern wirklich... ja, mich absolut immer wieder packt und ich immer wieder gerne gucken kann. Und ich glaube, ich habe dann abends sogar irgendwo entdeckt, dass der erste gerade im Fernsehen lief. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Den ersten gucke ich tatsächlich eher seltener, weil mich da einfach die Story nicht ganz so packt. Ja, und Christian Bale auch noch so jung aussieht, wenn man ihn dann in Teil 2 und 3 sieht. Aber das nur so by the way. Dann habe ich mir angeguckt auf Sky Go aus dem Krankenlager Doctor Strange mit Benedict Cumberbatch. Und ich bin ja nicht der Superhelden-Fan, geschweige denn, dass ich das immer so auseinander dividieren kann. Was ist DC und Marvel? Doctor Strange gehört ins Marvel-Universum, während ja Batman zu DC gehört. Und ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Er hätte mir, glaube ich, gut gefallen, weil da war er ja 3D und ich fand ihn toll. Also ich war hin und weg. Wie gesagt, sonst überhaupt kein Superhelden-Fan und Marvel, glaube ich, habe ich gefühlt noch nichts geguckt. Aber Benedict ist schuld, dass ich mir Doctor Strange angeguckt habe, wo er ja ein Neurochirurg ist, der eben auf seine Hände sehr angewiesen ist, der einen unglaublich geilen Humor hat, wenn er da mitten bei einer OP ist, und der einen Autounfall hat in einem geilen Schlitten, das arme Auto, und danach eben seine Hände nicht mehr das sind, was sie vorher waren, und er sich dann an einen Ort zurückzieht, irgendwo im Himalaya bei Kathmandu, und da eben... ja, im Grunde lernen, dass unsere Welt eben aus verschiedenen Dimensionen besteht, und er im Grunde lernt, diese Dimension irgendwie zu führen, zu beschützen, was auch immer, und ja, dann eben der Held wird, den man auch auf dem Filmplakat sozusagen sieht, eben zu Doctor Strange. Und ja, ich hatte ja Befürchtungen, dass Benedict Cumberbatch bei mir einfach Sherlock ist. Das hat auch so 5 bis 10 Minuten im Film gebraucht, dass ich immer dachte, wann lässt er einen blöden Spruch los, so wie es halt Sherlock machen würde. Dann war Sherlock verschwunden. Man muss es ehrlich sagen. Ich glaube auch dadurch, dass Benedict eben so wandelbar ist und wirklich auch ein grandioser Schauspieler ist, wie ich finde, hat er das super gemacht. Und ich mochte auch einfach, wie er da drin agiert hat, wie er... ja, einfach wahr. Also ich, das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ich finde, Benedict Cumberbatch umgibt eine Aura und ein Gefühl, was man hat, wenn man ihn sieht. Und man nimmt ihm das irgendwie ab. Und ich fand es großartig. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und es hat mir tatsächlich gerade den Donnerstag, ja Donnerstag glaube ich, dann etwas, oder den Freitag, etwas versüßt mit Schmerzen und Schmerztabletten auf der Couch. Ja, habe ich Doctor Strange genossen und fand es wirklich bombastisch gut. Also
ja, hätte ich nicht erwartet, da ich ja, wie gesagt, jetzt nicht der große Superhelden-Fan bin. Aber das hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Und der letzte Film der Woche habe ich dann Freitagabend geguckt. Ja, ihr könnt es euch schon denken, es war das Joshua-Profil, was ursprünglich das Buch ist von Sebastian Fitzek. Und es wurde jetzt eben für RTL verfilmt. Und ich muss sagen, ich bin ja kein großer Fan von deutschen Filmproduktionen. Ich kann mit Til Schweiger und Schweighöfer und wie sie allen heißen, so gefühlt gar nichts anfangen. Und ich finde, man merkt dem deutschen Film immer so an, dass er eigentlich viel mehr möchte, aber eigentlich nicht so richtig kann und dann unter seinen Möglichkeiten bleibt. Und man denkt sich so, ach Mensch, entweder macht ihr es irgendwie richtig oder halt auch nicht. Aber gut, ja, Joshua-Profil, ich bin ein großer Sebastian Fitzek-Fan. Ich bin ein sehr großer Fan seiner Psychothriller, kann mit seinen Verschwörungstheorien-Thriller, wie unter anderem das Joshua-Profil, tatsächlich gar nicht so viel anfangen, weil ich finde, er macht da 10 Plot-Geschichten, Plots auf und irgendwie überfordern mich die wahrscheinlich. Also es ist ja wie auch bei Flugangst 7a, wo ich dachte, entweder ist das Buch ein Geniestreich oder ich bin, also ja, ne, oder ich war einfach zu doof, es zu verstehen, je nachdem. Und so ähnlich ist es beim Joshua-Profil, wo es ja darum geht, dass Joshua ein System irgendwie ist, das eben vorhersagen wird, wann jemand eine Straftat begeht. Und wir haben hier eben Max Rohde, ein Schriftsteller, der etwas Dunkles in seiner Kindheit erlebt hat und der selbst eine Tochter adoptiert hat, so glaube ich war es, oder war es ein Pflegekind, ich weiß es gerade gar nicht mehr, und der eben hier in die Fänge hineintrifft und ihm wird eben unterstellt, dass er eben Kinderpornografie anschaut, dass er eben da so pädophile Neigungen hat und dass er sich eben an seiner Pflegetochter, Adoptivtochter, ich weiß es nicht mehr wirklich, irgendwie vergriffen hat, und dann ist er eben auf der Flucht und wir erfahren eben so ein bisschen seine Kindheitsgeschichte, erfahren aber auch so, wie dieses Joshua-System funktioniert, was es eben mit diesem Profil auf sich hat und wer da eigentlich hinter ihm her ist. Und ich muss sagen, ich fand das schon im Buch nur mäßig spannend, weil man natürlich bei all diesen Social Medias und Überwachungssystemen, die es in unserer Welt gibt, es schon manchmal sehr gruselig ist, sich das vorzustellen, dass man eben durch Beiträge, die man liked, irgendwie was auf einen zurückschließt, vielleicht auch Seiten, die man besucht, vielleicht auch Videos, DVDs, die man anguckt, irgendwas auf den Charakter geschlossen wird, was über das, was ich vorhin gesprochen habe in Bezug auf Christian Bale, jetzt wahrscheinlich ein ganz anderes Licht auf mich wirft. Muss ich mal gucken, was da das System über mich ausspucken würde. Nein, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, das Fitzek wirklich schon gut gepackt hat, eine Story drumherum gedreht hat, die ganz gut war. Aber sie hat eben so manche Wendungen, wo ich auch echt nur immer wieder den Kopf geschüttelt habe. Und leider, oder vielleicht zum Glück, ja, ist der Film sehr weit weg vom Buch. Es gibt so ein paar Grundthemen, die ähnlich sind, aber manche Wendungen sind anders, das Ende gefühlt ist anders. Ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr zu 100% an das Buch, kann also keinen kompletten Abgleich machen. Mich hat der Film gut unterhalten. Punkt. Es war spannend, es hat mich mitgenommen, ich war bei der Werbung genervt, dass eine Unterbrechung ist. Ich wollte schon wissen, wie es weitergeht, auch wenn es mir gegen Ende so ein bisschen zu wurde, dachte ich, ja, okay, es war ein solider deutscher Film, kann jetzt natürlich an den Hollywood-Blockbuster-Action-Film à la Jason Bourne einfach nicht mithalten, muss er aber auch nicht, aber ich fand es tatsächlich ganz gut. Und das hat mich selbst ganz überrascht, dass ich nicht nach der ersten Werbung oder gar der zweiten Werbung abgeschalten habe, sondern ich dran war und irgendwie schon wissen wollte, wie es weitergeht. Sehr cool fand ich den Cameo-Auftritt von Sebastian Fitzek. Und er spielt einen Buchhändler, der gerade Max Rohde mit der Blutschule im Grunde vor Ort hat. Und die Blutschule war auch tatsächlich ja das Buch, was Fitzek unter Pseudonym herausgebracht hat, als Max Rohde das Buch aus dem Buch sozusagen. Und das lag dann tatsächlich auch rum, fand ich ein sehr geiles Detail. Und da irgendwie nur 5 Leute da sitzen und auch nur eine Signierung möchte, sagt Sebastian Fitzek eben als Buchhändler, ja Mensch, deutsche Thriller verkaufen sich irgendwie nicht so gut oder Thriller verkaufen sich in Deutschland nicht so gut. Vielleicht sollten sie das Genre wechseln und etwas Erotisches schreiben. Und da dachte ich im Moment, nein, Fitzek wird doch jetzt nicht mit etwas Erotischem anfangen, weil das müsste ich am Ende ja dann auch noch lesen.
Ja, fand ich sehr cool. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe irgendwo gelesen, dass David Nathan mitspielt und ich bilde mir ein, dass ich ihn auch erkannt habe. Nicht unbedingt nur an der Stimme, sondern man hat ja, also man weiß ja auch, wie David Nathan aussieht. Mich hat ein bisschen gewundert, dass nicht Simon Jäger mitspielt, weil der ja wiederum die ganzen Hörbücher zu den Fitzek-Büchern spricht. Was ich persönlich einfacher finde, dem zu folgen, weil David Nathan und ich haben ja eine Sperre. Also ich habe die Sperre, aber ja, darauf gehen wir jetzt nicht näher, aber dann sind wir wieder bei Christian Bale und. Damit, ja, ich fand den Film tatsächlich ansehnlich. Ich fand ihn spannend, interessant und gut. Und ja, man muss ihn kein zweites Mal gesehen haben, aber ich fand ihn so für Freitagabend, für den Karfreitagabend, tatsächlich ganz unterhalten. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auf den Tabletten. Wer weiß es schon. Es wird ja auch Passagier 23 jetzt, glaube ich, verfilmt. Und ich hoffe, dass man da so ein paar Dinge weglässt, die ich ganz unpassend fand in der Story und bin da auch einfach gespannt. Also ich finde es schön, dass tatsächlich man jetzt bei einem erfolgreichen Autor, egal ob man ihn gut findet oder nicht, Fitzek ist erfolgreich in Deutschland, dass man da eben auch einfach mal anfängt, so im eigenen Teich zu fischen und nicht immer nur auf Übersee geht und sich da was aus dem großen Meer sozusagen holt. Ich habe jetzt. Ich weiß gar nicht, irgendwo auch gelesen, dass die Einschaltquoten tatsächlich gar nicht so gut waren. Was mich wundert bei der Fanbase von Fitzek, allerdings vielleicht hat man am Karfreitag auch was anderes zu tun, als sich einen Thriller anzuschauen. Ich weiß manchmal nicht, ob das, weiß ich nicht, ne? Ihr versteht, wie ich da so denke. Das ist manchmal so ein bisschen, ist das ein guter Zeitpunkt gewesen, um einen Thriller mit so einem Thema anzubringen. Aber gut, das deutsche Fernsehen muss man ja grundsätzlich nicht verstehen. So, und das war sie nun auch schon, die Bücher- und auch Film-Serienwoche. Es war tatsächlich ja schon ein bisschen Film- und Serienlastig, aber es liegt natürlich auch daran, einfach, ich hatte ja auch Urlaub und dann seit Donnerstag liege ich gefühlt auf der Couch und irgendwas muss man da ja machen. Und wenn, wie gerade, wirklich Donnerstag, freitags nichts mit Lesen geht, ich auch irgendwie gar keine Lust hatte, ein anderes Hörbuch anzufangen, es ist wirklich schlimm, dann guckt man eben Film und Netflix und ja, und dann lief auch noch gestern am Samstag Fackeln im Sturm. Ja, bei Rebuy habe ich auch bestellt. Das kann ich vielleicht vor kurz noch weitergeben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es gibt nämlich einen Gutschein für Porto frei. Ich weiß gar nicht, ob der noch bis Montag ging. Ich hoffe jetzt einfach mal. Und da habe ich zusammen mit einer lieben Freundin und meiner Schwester ein bisschen was bestellt. Ich hoffe mal, das kommt diese Woche. Es ist jetzt nichts Großartiges von der Wunschliste. Es sind ein paar kleinere, schönere Einkäufe, die ich euch, denke ich, auch einfach auf Rebuy zeigen, auf Instagram, ach, nicht schütteln, auf Instagram zeigen werde. Guckt da einfach mal, ihr findet das auch alles in der Infobox. Und ich glaube, ich habe sonst auch gar nichts weiter über diese Woche zu erzählen. Außer dass, ja, meine Urlaubswoche nicht so erholsam war, wie es erhofft war. Und der nächste Urlaub dauert jetzt ja noch so lange. Den habe ich nämlich dann erst im August, was ja noch über 4 Monate sind. Ja. Tragisch. Aber gut, wollen wir hoffen, dass zumindest vielleicht die längeren Wochenende, die ich immer mal habe, oder so einen freien Feiertag, dass man sich da ein bisschen entspannen kann. Aber gut, das war's von mir. Mich interessiert natürlich wie immer, was habt ihr diese Woche so gelesen? Was habt ihr für Leseempfehlungen? Vielleicht auch für Film- und Serienempfehlungen, wo ihr jetzt so ein bisschen von meiner Schwärmerei gehört habt, was mir gefallen hat, wo ihr sagt, das kannst du da und da gucken. Schau mal vorbei. Bitte gerne immer in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr über einen Austausch freuen. Und ich, ja, denke, das ist es. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Ostersonntag und morgen einen, wenn ihr frei habt, einen schönen Feiertag. Genießt die freie Zeit, vielleicht mit Lesen, Filmen, Serien, Musik, was auch immer, was euer Herz sozusagen begehrt. Ich, ja, wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.